Ehrlichkeit. Wir sind sehr ehrlich. Dein Humor. Ja, genau. Und das ist so, ich habe kein einzelnes Wort dafür, aber er achtet auf Kleinigkeiten. Und das ist mir wichtig. Also ich kann diese Wörter oder die Sachen auch zurückgeben, aber dass sie, ich lerne sehr viel von ihr. Man kann das nicht richtig beschreiben, aber ich lerne sehr viel von ihr. Sie ist sehr selbstbewusst und sie steht mit beiden Beinen im Leben, was ich sehr, sehr wichtig finde bei einer Frau. Sie ist sehr liebevoll mit dem Umgang mit mir, mit dem Kleinen und allgemein. Sehr, sehr ehrlich und ja, ich kann mit ihr über alles reden. Es gab noch nie einen komischen Moment. Ja. Und man spricht über Sachen, die eigentlich komisch wären oder die komisch sind. Aber sie fühlen sich nicht komisch an. Drei Wörter waren es. Ja, moin, sind schon ein bisschen länger. wir haben uns jetzt, glaube ich, seit dem Finale bis jetzt fast jeden Tag gesehen. Ja. Ich würde sagen, so 1 bis 2 Wochen vielleicht nicht, aber sonst echt fast jeden Tag. Also Familien haben wir schon kennengelernt und meine lebt ja hauptsächlich in Bayern, deswegen verbringen wir jetzt auch nicht so viel Zeit. aber ja, meine Mama sehen wir oft und deine Familie haben wir auch kennengelernt. Richtig. Keksi war auch schon dabei und ihre Freunde habe ich auch kennengelernt. Ja. Ja. Also ich jetzt eher nicht so, eher über Findern und ja, ansonsten ist auch schon geplant, dass wenn wir alle raus dürfen, dass wir uns mit den anderen Männern auch treffen, aber halt alles in Verbindung mit Finn. Also ich bin tatsächlich stolz auf mich, dass ich einfach so war, wie ich wirklich bin. Und ja, das mag vielleicht nicht jeder, aber ich kann mir die Folgen anschauen und sagen, ja, so bin ich halt einfach. Ich bin ehrlich, ich bin direkt, manchmal zu ehrlich, manchmal zu direkt, aber das macht meinen Charakter aus und deshalb finde ich, dass ich das gut gemacht habe für mich. Ich kann auch sagen, sie hat es sehr, sehr, sehr gut gemacht, das haben wir aber alle Jungs gesagt, weil sie einfach sie selbst war, was ich auch schon gesagt habe und ich glaube, man hätte es nicht besser machen können. Ich glaube, es ist wichtig zu sagen, dass man trotzdem noch eine begehrenswerte Frau ist und vor allem, wenn man sich Gedanken macht, ob andere Männer damit klarkommen, ob man für immer alleine bleibt. Das sind ja Gedanken, die ich während der Schwangerschaft hatte, wo auch die Hormone viel davon beeinflusst haben, aber trotzdem. Und ja, ich finde einfach, das ist ein schönes Zeichen, das damit gesetzt wird. Und ich freue mich, dass ich da so ein kleines Vorbild sein darf. Ich weiß nicht, ist es immer noch so einfach? Es ist einfach. Ich kann nur sagen, der Kleine hat es mir sehr einfach gemacht oder beide haben es mir sehr einfach gemacht. Ich wurde sehr, sehr herzlich aufgenommen und ja, es ist einfach einfach. Es ist einfach. Und das ist gut so. Es ist irgendwie, als ob es so gehört. Ja. Jetzt hätte man nie was anderes gemacht. Richtig. Was auch ein bisschen komisch ist, weil ich hätte nicht damit gerechnet, dass es so, jetzt sage ich es schon wieder, so einfach ist.